Schaut, liebe Leute, willkommen zur ersten Führung in Kalenderwoche 2020. Und ja, es wird ein paar Bäume geben und was uns halt so einrennt. Bin da beim Schwarzen Holunder mit meinem super Sackerl und werde mir für meine Jahresteemischung ein paar Blüten mitnehmen. Und der Schwarze Holunder bestimmungstechnisch, den kennt auch jedes Kind, würde ich jetzt einmal behaupten. Aber vielleicht ein Hinweis beim Sammeln der Blütenstände, das was möglicherweise hilfreich ist. Wenn sich das anschaut, die sind noch knospig, die sind noch viel grüner knospig, die werden bald aufgehen und die sind schon schön offen. Wenn es hier sammeln geht, zwei Dinge wichtig. Erstens wichtig, dass an dem Tag oder am Vortag nicht unbedingt geregnet hat, weil der Regen wascht natürlich diese Blüten aus. Es ist da auch kein Nektar drinnen, also da wird nur Pollen angeboten, kein Nektar. Und Pollen ist voll gern, also es kommen schon Bienen vorbei wegen Pollen, aber hauptsächlich findet es da Käfer drauf und auch Fliegen und solche Sachen, die was auf dem Pollen scharf sind. Und der Käfer ist nicht nur auf dem Pollen scharf, sondern glaube ich auch auf seinen Kollegen da drunter. Also das einmal wichtig und man muss, wenn man das sinnvoll machen möchte, gucken, wie ist denn der Entwicklungsstand von der Blüte oder vom Blütenstand, weil es sind ja viele Einzelblüten. Also sowas ist viel zu bald, aber das zum Beispiel, wenn da noch ein paar zu sind, das ist gar nicht so schlecht, weil das kann euch sogar im Sackerl noch aufgehen, dass die doch noch aufblühen. Blöd ist, wenn schon wieder die ersten verblüht sind, so wie da, weil natürlich da ist jetzt praktisch außer diese wenigen Kronblattreste ist da nichts mehr da, also kein Pollen, das ist wertlos punkto den geschmacksabgebenden, ja wahrscheinlich wenn man einen Holundersaft oder eine Holunderblüte raus, was war das? Entschuldigung. Wollte mir irgendwer fressen, Holunderblüten im Backteig rauspackt, dann möchte man ja, dass das noch was schmeckt. Und das funktioniert am besten, wenn diese Blüte ganz jung ist, also diese Einzelblüten. Also drauf gucken, ein guter Hinweis ist, wenn nur ein paar solche Knöspelchen zu sind, dass das ein perfektes Stadion ist. Überhaupt, und das geht lang, also das kann von Baum zu Baum oder Strauch wächst ja in verschiedensten Formen, unterschiedlich weit ausgeprägt sein. Aber da schaut's, also das ist so richtig optimal. Da sind einfach nur ein paar wenige Kugeln zu und das andere ist, seht's, wie es da ausstaubt. Also super Sache. Also das kommt in mein Sackerl. Das dazu. Dann habe ich da gesehen, ein Haufen Klettenlaub gehabt. Warte mal, ich lege da jetzt mein Sackerl kurz ab und meine Blüten drauf. Das da, das alles ist Klettenlabkraut. Labkräuter gibt es viele und ich habe euch auch schon, also das Wiesenlabkraut haben wir schon mal gesehen, ist echt Labkraut, kommt nur Steckbrief. Waldmeister war ein Labkraut, also da gibt es ganz viele. Was da der große Unterschied ist beim Klettenlabkraut, dass das eine einjährige Geschichte ist. Die anderen sind ausdauernd, kommen immer wieder. Das Klettenlabkraut keimt aus einem Samen, macht die Lebensgeschichte und verschwindet dann wieder, hinterlässt aber eine Menge Nachkommen über Samen. Das können pro Pflanzen 600 bis 800 sein, weil, mal schauen, wo wir da ein bisschen zur Blüte sehen. Da. Jetzt müsst ihr euch wieder festhalten, weil das ist kameratechnisch eine Katastrophe, diese Blüte festzuhalten. Schaut, wie klein das diese Blüten sind. Vierzählig, aber mal schauen, das würde mich wundern, wenn man nicht irgendwo dann auch schon wieder ein Früchtelchen wo finden kann. Schauen wir. Liebe Früchtelchen, wo seid's denn, wo seid's denn, wo seid's denn? Wenn wir eine Frucht sieht, dann schreit er jetzt einfach ganz laut. Da. Ich habe ein Fliegen im Auge. Ja, macht nichts. Schaut, da ist schon wieder ein ganz kleiner Fruchtansatz. Aus jeder einzelnen Blüten entwickelt sich, ja, wird's nochmal scharf, entwickelt sich so ein doppelkugeliges Früchtchen, also wo links und rechts ein Samen drinnen ist. Und ihr seht, auch da sind so Kletthaare drauf. Also Ausbreitungsstrategie ist Klettausbreitung. Wird er gefressen und ausgegaxt oder wenn da ein Tier durchrennt, dann kann es sein, dass ganze Teilbereiche von der Pflanzen mitgenommen werden, weil es so gut klettet.
Ja, aber wir können auch das nutzen, wenn wir einen Safter hat, dann kann er sich so richtig mit einer Schere, also diese ganzen, kann er sich da unten anschneiden, muss er halt ein bisschen wegen Läuse aufpassen und kann sich das entsaften. Oder man kann auch einfach diese Triebspritzen ernten und die einfach in den Salat reinhauen, beziehungsweise auch, ich haue es halt in den Smoothie, weil ich eben alles in den Smoothie haue. Okay, wir werden sicher noch andere Dinge sehen. Für da lasse ich es jetzt gut sein und ich hole mir noch ein paar Holunderblüten. Was jetzt auch, also Ende Mai, Anfang Juni mit dem Holunder, es beginnt oder hat schon gut begonnen, dass der blutrote Hartriegel ins Blütenleben geht. Das ist jenes und dieses hier, also den werdet ihr wirklich häufig sehen, ja, ist für uns so gesehen nicht nutzbar, mit Anführungszeichen die Früchte. Und da schaut's wieder, also das ist so, die Käfer, die haben's miteinander, also was die immer anpackeln. Es wird Nektar angeboten und der ist da frei zugänglich auf diesem Diskus. Schauen wir mal. Sind Kinder anwesend? Eh nicht, ne, dann kann ich ja diesen Blütenstand nehmen. Schaut, ja, jetzt habe ich es eh gestört, pfiat euch. Schaut, wenn man da reinschaut, in der Mitte von dieser Blüte, da steht der Damenteil und ein paar Staubblätter stehen umeinander. Und wenn man da schaut, manchmal seht ihr es glänzen. Wo sieht man das da? Sieht man das da? Ja, da sieht man das jetzt in der Sonne glänzen. Da wird eben der Nektar angeboten und ihr seht, also der ist frei zugänglich. Das heißt, da braucht man kein Spezialist sein, dass man dazukommt. Da kommt natürlich alles Mögliche an Bestäubertierchen vorbei. Der blutrote Hartriegel im Winter stehen da oft, gerade das habe ich da jetzt nicht, wenn er Stockerschläge macht oder ganz viel Jungpflanzen keimen, da drüben, da komme ich aber schwer um, stehen ganz blutrot überlaufene Stabel umeinander, also die Zweige. Das ist eben praktisch eine Schutzfarbe. In echt haben sie zwar auch eine bräunlich-grüne Farbe, aber junge Triebe, da sieht man es, wo die Sonnenseite ist, die werden ganz schnell rot. Auf der Unterseite sieht man, das war grün noch, wie es austrieben ist. Also da sieht man das nur am schönsten, dass das eigentlich grün ist, aber wenn die Sonne drauf scheint, wird es rot. Wieder, eben für uns nicht essbar, aber ich werde es ganz oft sehen. Die Früchte, die was er ausbildet, für Vogel ist natürlich ein Traum und für uns sind sie ungiftig. Hätten viel Vitamin C, aber sie sind einfach nicht lohnend zu verarbeiten. Aber das zeige ich euch natürlich dann, wenn es Früchte gibt. Aber ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es geschickt, wenn man weiß, was denn gerade so auffällig umeinander blüht. Schaut, vorige Woche habe ich euch den Beginn oder die Blüte von der Himbeere gezeigt und da war Brombeere noch weit weg vom Blühen und es geht aber jetzt los. Dazu gesagt, den Bestand, was ich da kenne, ich kenne nur zwei, die was jetzt schon blühen, das sind jedes Jahr absolute Frühzügler, aber für mich super zum Wissen, ich kann schon Brombeeren mampfen, wenn es sonst noch keinen gibt. Ihr seht im Vergleich zur Himbeere sind das wirklich auffällige Blüten, A5-zählig und genauso aufgebaut mit einem Haufen Staubfäden und in der Mitte die Fruchtblätter. Und auch das sind dann Sammelsteinfrüchte, also lauter Anzahl kleine Eigenfrüchte, die was zusammensitzen in einem Fruchtstand. Und da habe ich erst entdeckt das Tolle, schaut, ich habe ja bei den Himbeeren, die haben auch so zwei Jahre, da stehen ja Himbeeren, schaut diese Himbeerrouten. Also im ersten Jahr steigen, die habe ich da jetzt nicht, also habe ich euch eh gut gesagt. Die Himbeeren wachsen außer, wir haben noch keine Blüten und Früchte und erst im zweiten Jahr bilden diese Routen Früchte aus. Und dann weiß es eigentlich, kann sein, dass sie nochmal irgendwelche Blauen austreiben, aber keine Früchte mehr. Die Brombeere hat ein ähnliches Leben. Seht ihr, da kommt eben so eine Brombeerrute raus. Ah, die wird heuer noch keine Früchte tragen, erst im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, auf dieser Rute wachsen, stehen im Herbst dann solche Knospen. Na, wirst du scharf? Solche, wieso wird das nicht scharf? Habe ich da wieder? Nein. Solche Knospen und aus diesen Knospen treiben dann eben diese Triebe für Blüte und Frucht.
Und dann ist aber auch bei dieser Route Schrägstrich-Ranke das vorbei, das fruchten kann. Aber der große Unterschied ist, seht ihr, also die ist da immer weiter gewachsen und dann ist irgendwann am Boden zum Liegen gekommen und die Brombeer kann das, dass sie sich dann an der Spitze, haben wir da wo noch was da in der Luft hängt, wenn das so lange wächst, dass es am Boden runterkommt, kann sie sich wieder bewurzeln und dann kann auf einmal wieder dieses mehrjährige oder zweijährige Leben entstehen. Also das, wenn es jetzt nicht ausgerissen und kaputt gemacht hätte, war aufgestiegen, wäre Holz im ersten Jahr gewesen und hätte dann Knospen ausgebildet, wo dann im nächsten Jahr wieder Blüten und Früchte hätten wachsen können. Heißt, eigentlich ist das Leben von einer so einer Ranke, Schrägstrich Rute, gar nicht wirklich vorbei nach zwei Jahren, wenn sie sich wieder bewurzelt. Finde ich ein toller Unterschied zur Himbeer. Okay, also ihr könnt jetzt praktisch die Augen offen halten beim Spazierengehen. Ihr werdet jetzt nach und nach die Brombeerblüte sehen. Und nun mal, also die Brombeeren sind extrem vielgestaltig im Wuchs. Das muss nicht so rankig sein. Das können auch wirklich einfach flächig am Boden dahin kriechende, vielleicht so Baumstümpfe überwindende Pflanzen sein, die was nicht unbedingt so einen traubigen Blütenstand haben, sondern das kann auch Schirmrispe sein. Das was ein bisschen wie bei Spitzahorn und Feldahorn vom Fruchtaufbau ausschaut. Also da ist extrem viel Gestalt und variabel. Okay, dann schauen wir, was sie noch so tut. Wenn man Ende Mai von tollen Blüten berichtet, dann muss man einen gewöhnlichen Schneeball herzagen. Also das ist jenes Pflänzchen hier. Und das Tolle ist, ihr seht diese großen Randblüten, die sind nur der Schauwirkung dienend. Also die sind steril, da ist nichts, wenn man da unten hinschaut, da gibt es keinen Fruchtknoten oder irgendwas, was dann durch Bestäubung irgendwie anschwellen könnte und zu Früchte führt. Aber in der Mitte dann sind da ein Haufen fertile Blüten, die sind zwittrig, also da gibt es Damen- und Herrenteile und da entwickeln sie dann einen Haufen rote Früchte draus. Diese Früchte sind für uns, ja, da streiten wir sie nach wie vor, ob sie giftig sind oder ungiftig. Ihr könnt es kosten, ich stelle die Früchte, wie gesagt, vor, wenn es soweit ist. Ja, keine Ahnung, ich will es nicht in größeren Mengen essen. Sagen wir mal so dazu. Das ist das Laub zum gewöhnlichen Schneeball und ich habe euch ja, und das ist da tatsächlich echt ein Zufall, da muss man nur durch diese Brennnesseln ein bisschen durch. Nebenbei steht der wollige Schneeball. Der wollige Schneeball hat sein Blütenleben schon wieder lang vorbei. Das war auch so eine richtige Blütenkopf mit ganz vielen Einzelblüten, aber keine solchen vergrößernden Randblüten. Und der ist schon viel weiter. Also der ist schon Fruchten. Da hängen noch ein paar Vorjahresfrüchte drauf. Das ist typisch. Auch beim gewöhnlichen Schneeball habt ihr das ganz oft. Ja, da, schaut, da hängen sogar noch ein paar Vorjahresfrüchte. Ja, jetzt schon ziemlich ausgelutscht, aber doch. Das ist ziemlich typisch. Und der reift dann eben so toll von grün über rot zu schwarz. Und ganz lang stehen dann rot-schwarze Stände gemeinsam am Baum oder Strauch. Und das schaut toll aus. Und seine Blätter schauen ganz anders aus. Also wolliger Schneeball, eventuell, wenn ihr diese Rückseite euch anschaut, das greift sich ein bisschen filzig an. Möglicherweise ist das dann das Namengebende. Eine tolle Sache, dass ich die nebeneinander gefunden habe. Okay, ihr könnt sitzen bleiben, bin mir sicher, dass sie noch was herzeigen lässt. Ja, das ist Nummer eh, aber ist mir gerade eingefallen, vom gewöhnlichen Schneeball gibt es eine Version mit gefüllten Blüten. Da hänge ich jetzt nur zwei Fotos an. Da sind praktisch all diese Blüten, was da fertil sind, in lauter sterile Blüten umgewandelt, was aber auch Blühbild ergibt von einer Blütenkugel. Da ist vielleicht das Schneeball dann tatsächlich auch namentechnisch ersichtlich. Okay, ich hänge euch die Fotos an und ja, könnt selber gucken. So,
so schaut's, krasser Schnitt, ganz andere Gegend, bin ich bei meiner Frau daheim. Und auf dem Weg zum Steckbrief, zumindest auf dem erhofften Steckbrief von der ehrigen Teufelskralle, bin ich da auf einen Wildbestand von der gewöhnlichen Akelei gestoßen. Ich habe die bei meiner Schwester damals das erste Mal gesehen und wahrgenommen und kennengelernt. Ich habe geglaubt, dass das eine Gartenpflanze ist. Ist es auch, für ihr gibt es eine Menge Sorten, die was züchterisch, zum Beispiel mit gefüllten Blüten, verschiedene Blütenfarben und so weiter. Und innerhalb der Art Akelei, gehört zu den Hahnenfußgewächsen, gibt es auch ungefähr 70 Arten. Also da tut sich ziemlich was punkto Vielfalt in der optischen Erscheinung, besonders in der Farbe. Auch die gewöhnliche bzw. gemeine Akelei, da zum Beispiel ist diese schwarz-violette Akelei vertreten, was manchmal als eigene Unterart definiert wird oder als eigene Art bzw. als Unterart zur gewöhnlichen Akelei. Ich nehme mal an, da kann man eben schön sagen, dass es möglicherweise am Schlauen ist, wenn man es einfach als Varietät bzw. Unterart betrachtet, weil, schaut, also allein auf diese paar Meter von der Blütenerscheinung gleichen sie die alle ziemlich, aber die Blütenfarbe ist komplett eine andere. Also das ist eher Richtung dieser schwarz-violetten Akelei, das ist typisch die gemeine Akelei. Da ist es wieder viel dunkler, also wieder diese schwarz-violette. Und wenn wir noch ein paar Meter vierer hupfen, haben wir wieder eine drinnen stehen, die was ja schon fast rosarot ist, aber von der Blütenerscheinung und von der Pflanzenerscheinung selbst genauso wie alle anderen. Also ich würde sagen, am geschickten ist, man sagt, das ist die gemeine Akelei und vertreten in Varietäten die Farbe betreffend. Was man voll schön sieht, und vielleicht haben wir das Glück, dass wir nachher noch ein paar schon hochschwangere Schneerosen antreffen, weil auch die Akelei entwickelt solche Balgfrüchte. Das macht eben auch die Schneerose, schauen wir mal, da sieht man das schon lang, schon halbwegs entwickelt. Also auch das sind so Balgfrüchte, das schwillt immer mehr an und dann sind dann Haufen Samen drinnen. Schauen wir mal. Da sehen wir natürlich zwittrige, da haben wir, wo war denn das, Schatz? Da sehen wir das noch. Da sind jetzt die Staubbeutel noch schön gefüllt und der Damenteil steht noch voll schön zusammen. Und da haben wir gesehen, da sind die Staubbeutel schon wieder leer und die Dame, das schaut schon wieder an, dass es zum Anschwellen anfängt. Hahnenfußgewächse, somit, es ist keine Speisepflanze, es wird zwar über die Giftwirkung wird gestritten, also ob es jetzt arg giftig ist oder weniger arg giftig. Ja, ich glaube, es reicht, wenn man weiß, es ist keine Speisepflanze. Und wie man sieht, gut besucht, ein Haufen Hummeln sind da unterwegs. Ja, ich meine, es ist jetzt eine, was ich da höre, jetzt gebe ich schon zu, aber ich habe schon einen Haufen Hummeln da gesehen. Okay, ich gehe weiter auf der Suche nach meiner Teufelskralle und ihr dürft sitzen bleiben, falls da noch was einhupft. Oh, Schatz, da sehen wir, wie toll ist das? Vorjahresstand von der Akelei. Also da, so schaut es dann aus, wenn das nicht mehr so jung ist wie da. Ich weiß ja nicht, ich nehme mal an, es schauen ein paar Leute meine Videos, die was an Pflanzenbestimmung irgendwie interessiert sind und möglicherweise auch sie nicht nur irgendwie berieseln lassen, sondern selbst auf Pflanzenbestimmung gehen. Und kennt ihr den Effekt? Ich habe das letztens mal kurz wo angehängt, weil ich es das erste Mal gesehen oder wahrgenommen habe, anders gesagt wahrgenommen habe und dann nicht gewusst habe, was es ist und dann habe ich das versucht zum Außerfinden und es hat sich herausgestellt, es ist das Immenblatt, beziehungsweise eben auch Bastardmelisse genannt. Ich habe mir Bastardmelisse am Anfang dann leichter gemerkt wie Immenblatt, aber über Bastardmelisse kommt man dann immer wieder aufs Immenblatt, wenn man danach sucht. Und kennst du das? Das ist, finde ich, voll psychologisch interessant. Manchmal geht man durch die Welt und ich habe das bei dem Automarke Skoda gehabt. Irgendwann hat mir mal einer gesagt, hey ja, wieso kaufst du keinen Skoda? Und ich habe gesagt, was ist Skoda? Kenne ich nicht, habe ich überhaupt noch nie gesehen. Dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich ständig und überall auf einmal die ganzen Skoda umeinander fahren gesehen. Das heißt, die hat es natürlich schon immer gegeben, aber in meinem Bewusstsein waren sie einfach nicht vorhanden und dann hat es dieses Wesen, was sie Ronald nennt, also ich, auch nie wahrgenommen oder gesehen.
dann war das in der Wahrnehmung bekannt und auf einmal hat es überall gesehen. Und so geht es mir jetzt auch gerade mit dem Immenblatt. Also für das, dass es geschützt ist, weil es wirklich schon selten geworden ist, finde ich es jetzt erstaunlich oft. Aber ich denke, das ist einfach dieser psychologische Effekt. Ah, das wird schon immer da gestanden sein und ich bin wahrscheinlich auf Plätze unterwegs, wo die Natur zum Teil noch halbwegs sein darf, wie es denn will. Und darum habe ich das Glück, dass ich es jetzt häufig trifft, es immer im Blatt. Aber ich habe mir gedacht, das mag ich kurz mal erzählen. Vielleicht geht es ja wen für euch pflanzenbestimmungsfreudigen Menschen ähnlich, dass ich denkt, das gibt es ja nicht. Wie habe ich die Pflanzen bis jetzt so oft übersehen können und jetzt, wo es mir ins Bewusstsein gerutscht ist, sehe ich das Ding überall. Aber das ist nur einmal ein kleiner Ausflug in die bzw. in meine Psychologie. Wie schauen wir mit der Videozeit aus? Hat das irgendwer für euch im Kopf? Es reicht. Ja, das ist eine Ansage. Okay, dann lassen wir es gut sein für diese Führungseinheit Nummer 1 in Kalenderwoche 22. Wie ich mich kenne, kommt eh noch was dazu. Beziehungsweise, nein, lassen wir es noch nicht gut sein. Ich möchte, wenn ich das Glück habe, dass ich die Teufelskralle finde, die jetzt da noch kurz anhängen, bevor ich mir an mein Porträt mache. Ha, jetzt mein Nudelsiebhirn schon wieder fast vergessen gehabt. Ich habe ja gesagt, schauen wir, ob wir nicht nur ein paar Balgfrüchte von der Schneerose sehen. Und tatsächlich, schaut, da ist noch was über. Tada, das waren eben diese Balgfrüchte und die sind da jetzt schon toll aufgeplatzt. Und schaut, was da rausfällt, ist eine Spinne. Ich habe Angst vor Spinnen, hau ab. Das sind eben diese Samen, die was in diese Balgfrüchte drinnen waren. Und da sieht man sowas für toll, dieses riesen Elaiosom. Das ist dieser weiße Falt auf dem Samen. Und das ist eben eine Nahrung für Ameisen, die was motiviert, diese Samen aufzuglauben, heimzutragen, das runterzumampfen, dann die Samen raushauen. Und so kommen diese Samen durch die Welt. Finde ich immer wieder fantastisch. Also, und das waren eben auch so Balgfrüchte, wie wir es erst bei der Akelei gesehen haben. Und das eben gewaltige. Also da, diese Elaiosomas da drauf sind auch wirklich, da zahlt es sich aus für die Ameisen, dass sie das mitnehmen. Gibt ganz viel Elaiosom bildende Samen oder angehängte Elaiosom an Samen, aber so gut auszahlen tut sie sich nicht immer. Ja, super Sache. Schauen wir, ob es. Nein, die sind alle jetzt schon offen. Aber ja, ist ja schön. Ich habe noch alle keine Teufelskralle gefunden. Puh. Ja, wisst ihr was? Teufelskralle werde ich schon noch finden. Aber für heute machen wir Schluss. Ist ja das jetzt auch super gewesen. Okay, für dich.